Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Buddies, Buddies, Buddies. Aber zuvor etwas in eigener Sache. Die Filmbewertung gibt es jetzt immer freitags um 12 Uhr, damit ihr euch für das Wochenende vorbereiten könnt, um zu schauen, lohnt sich der Film, lohnt sich der Film nicht. Von daher immer abonnieren und liken, wenn ihr da auf den Laufenden bleiben wollt. Worum geht es in Buddies, Buddies, Buddies? In diesem Film geht es um eine Gruppe von Jugendlichen und einen Erwachsenen, die bei einem Anwesen von dem Sohn ein bisschen Party machen wollen. Es gibt da auch noch einen Hurricane, deswegen müssen sie sich auch früher oder später ins Haus verziehen. Dann kommen sie auf die glorreiche Idee, das Spiel zu spielen, Buddies, Buddies, Buddies. Das ist ein Spiel, da werden so Papierschnipsel gezogen im Dunkeln und auf einem ist ein X und wer da X gezogen hat, der ist der Mörder. Dann wird das Licht ausgemacht und der Mörder muss versuchen, irgendeine Person auf den Rücken zu tippen und dann Buddies, Buddies, Buddies rufen. Dann wird das Licht angemacht und die Person ist tot und die anderen müssen herausfinden, wer der Mörder ist. Ja, und das wird dann auch gespielt. Und dann kriegen sich die beiden Jungs in der Köppe so ein bisschen, aber alles noch okay. Und ja, und durch einen Zufall stirbt dann tatsächlich eine Person. Und dann nimmt das ganze Chaos seinen Lauf. Ja, und die Schauspieler sind recht unerfahren, beziehungsweise unbekannt. Bis auf zwei. Pete Davidson, den man aus The Suicide Squad kennt. Und Lee Pace, den man aus The Hobbit und Guardians of the Galaxy kennt. Ansonsten sind das recht unbekannte Schauspieler, die haben mir so bisher nichts gesagt. Ja, und eigentlich ist das ja ein Horrorfilm, der ab 16 Jahre freigegeben ist. Und das hat man wahrscheinlich nur gemacht, weil man auf den Party Drogen und Alkohol gesehen hat. Ansonsten von dem Horrorfaktor her hätte der Film auch ab 12 sein können, weil so viel Horror ist da echt nicht gewesen. Abgesehen von dem Horror, das Drehbuch ist eine absolute Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Also so ein beschissenes Drehbuch und so einen beschissenen Film habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich dachte, mit Black Phone wäre dieses Jahr schon der Tiefpunkt in Sachen Horror gewesen, aber nein, es ist noch schlimmer. Und man hätte den Film vielleicht dann auch nicht Buddies, Buddies, Buddies nennen können, sondern auch Zicke, Zicke, Zicke nennen können. Wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Ja. Also die Schauspieler versuchen zwar wirklich aus diesem beschissenen Drehbuch und diesem beschissenen Film nochmal alles rauszuholen und versuchen wirklich dem Film so ein bisschen was zu geben, aber keine Chance. Keine Chance bei so einem Schrott, den die sich da zusammengeschrieben haben, da im Drehbuch. Da kannst du auch die besten Hollywood-Schauspieler reinstellen, selbst die könnten da nichts mehr rausholen. Absolut keine Chance. Leute, spart euch das Geld für diesen Schrottfilm. Und ob ich den Film 0 oder 1 Totenkopf gebe, sage ich euch nach dem Werbeclip für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung. Und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da bin ich wieder. Fassen wir mal kurz zusammen. Also der Film ist von den Schauspielern her, die sind okay. Die Schauspieler versuchen auch alles rauszuholen, was geht aus dem Film. Ja, der Film müsste nicht Buddies, 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 sondern Zicke, Zicke, Zicke heißen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Der Horroranteil ist absolut uninteressant. Der Film ist absolut uninteressant. Das Drehbuch ist absolute Grütze. Also, dass so ein Film ins Kino kommt, ey. Da wird ein Batwoman-Film in eine Tonne geschmissen, der wahrscheinlich tausendmal besser gewesen wäre als die Kacke, die wir da jetzt gesehen haben. Also, den Film. Leute, wenn ihr zu viel Geld habt und euch einen richtig beschissenen Film angucken wollt, dann schaut euch Buddies, Buddies, Buddies an. Aber ansonsten wartet lieber, bis der Film im Stream ist und ihr wirklich mal Bock habt auf einen richtig schlechten Film. Also
Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und deswegen gebe ich dem Film auch nur einen Totenkopf, weil mehr hat er einfach nicht verdient. Und das auch nur aus Mitleid für die Schauspieler, weil die wirklich versuchen, aus dem Film noch so ein bisschen was rauszuholen. Aber das ist wirklich aus Mitleid für die Schauspieler. Die tun mir echt so leid bei dem Film. Absolute Vollkatastrophe dieser Film. Ja, wie gesagt, jetzt immer freitags sage ich euch, welche Filme ihr gucken könnt oder nicht. Und dieses Mal war es absolut nicht. Guckt euch diesen Film nicht an, wenn ihr nicht zu viel Geld habt und euch keinen schlechten Film antun wollt. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.